Fantastisch, liebe Zuschauer zu Hause an den Fernsehempfangsgeräten. Wir sind zurück in der Enzo Oberlausitz Arena in Neugersdorf. Es gibt lecker Nachschlag. 2x15 Minuten Verlängerung. Fantastisch. Und Sie sehen, im Moment wird noch besprochen, wie es jetzt gleich weitergeht. Aber ich habe das so, richtig so ein bisschen gemerkt hier. Alle waren sich, waren heiß im Gespräch, wie geht's jetzt weiter? Ich hörte das Wort Blamage, zumindest halbwegs, von einigen Leipziger Fans und relativ viel Zufriedenheit bei den Gastgebern. Auch der Ernst Lieb, der im Prinzip Gönner hier in Neugersdorf, macht einen relativ zufriedenen Eindruck. Die Zigarre, die er raucht, schmeckt, glaube ich. Technik, mögt ihr den Ton ausmachen gerade hier? Dankeschön. Ernst Lieb, also wollte ich sagen, der Gönner, der Gastgeber, hat auch viel Engagement hier reingesteckt. Logenplatz übrigens beim VfL Wolfsburg. Macht einen sehr zufriedenen Eindruck. Und Sie sehen's, Anstoß für die Gastgeber. Es geht weiter in Halbzeit 3, wenn Sie so wollen. 2x15 Minuten Verlängerung. Zweites Halbfinale im Wernesgrüner Pokal Sachsen. Na, ich bin mal gespannt und Sie, glaube ich, auch. Hoffentlich hält die Kraft. So, der Ball, das hört man vielleicht sogar auch, ist hier auf dem Dach gelandet, auf dem Wellblechdach. Der kleinen, aber sehr schmucken Feintribüne hier. Ist ganz lieb gemacht hier. Bislang gab es noch keine Verlängerung für beide Teams, nicht in dieser Saison. Mehr oder weniger alles klar. Das brisanteste Spiel für die Gastgeber im Achtelfinale. Hier zu Hause spielte man gegen den Viertligisten Auerbach. Ich hatte das vorhin schon mal erzählt, da lag man wirklich bis zur 90. Minute zurück, um dann wirklich noch durch zwei Tore in der Nachspielzeit das Ding zu drehen. Unglaubliche Szenen. Die Tore damals gegen Auerbach übrigens durch Jan Flachbart und Stefan Höher. Stefan Höher heute gar nicht mit dabei. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder reinkommen. Das gilt für uns, das gilt für Sie wahrscheinlich, aber auch für die Spieler. Geht weiter mit Freistoß für die Gäste. Ein Flutlicht haben wir hier übrigens nicht. So viel dann auch dazu, aber die Sonne bleibt ja eigentlich relativ lange jetzt am Himmel schon stehen. Die 93. Spielminute fängt jetzt gleich an. Und ein Ball ins Nichts. Also die Gastgeber noch ein bisschen luftleer gerade. Ja, da lassen die Leipziger natürlich die Gastgeber jetzt auch mit Absicht ein bisschen laufen. Doch der Ball nur mit Mühe von Sisler so ansatzweise bekommen. Holt er natürlich den Einwurf schön raus noch. Ja, die Leipziger Fans auf jeden Fall sind immer noch frohen Mutes. Richtig schöne Männerchöre, die man da hört. Und die können auch jetzt wieder einstimmen, weil Gegenzug der Gäste allerdings unterbunden.
Ja, das ist jetzt, also altdeutsch würde ich, altfußballdeutsch würde ich sagen, Kick and Rush. Einfach mal blind nach vorne, einfach mal hinterherlaufen. Ich bin gespannt, ob die Kraft reicht. Vor allen Dingen bei den Gastgebern. Die haben da wirklich viel Laufarbeit dann auch gemacht. Die Leipziger wirken ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kontrollierter noch. Achtung, schöne Möglichkeit möglicherweise. Aber dann kam dann Moris dann doch nicht mehr zum Schuss. Setzen gut nach. Flanke nochmal in den Strafraum. Nee, und gibt Eckball. Also da ist wirklich ein ganz klares Kräfteverhältnis. 7:1 Ecken jetzt in der ersten Verlängerung. Also insgesamt. Wieder von der rechten Seite. Zu hart gespielt. Zu hart von Dominik Kaiser. Aber gut gemeint. Da wollte er schön in den Lauf reinspielen. Tja, was erleben wir hier noch? Wer wird der Finalgegner vom CFC? Die Chemnitzer ja in Zwickau mit 2:1 erfolgreich, haben auch nur das Nötigste, sei mal, gemacht, führten schnell 2:0. Hatten dann allerdings noch Pfosten- und Lattentreffer, aber das Tor machten nur noch die Zwickauer, das dann aber nicht mehr reichte. Egal, wir sind hier in Neugersdorf und hier steht es 2:2. Und Leipzig besser in die Verlängerung, in die erste Halbzeit gestartet. Mit viel mehr Ballbesitz, mit viel mehr Kontrolle auch. Einwurf jetzt von Juri Jutt. Bislang ein Ligator, keins im Pokal, also nicht der ausgemachte Torschützenheld. Daniel Frahn mal. Mit einem Gefühl von Ball aber auch. Timo Röttger, der den Ball verliert. Jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen schneller spielen, Jungs. Ja, gut gedacht auf Jaroslav Dittrich, kam er nicht wahr. Schöne Flanke, Achtung, aber kein Problem für Zelenka, das hat er ganz sicher gemacht. Pro Halbzeit ein klein Flattermann, was die Hände betrifft. Ansonsten macht er einen ganz guten Eindruck, der Zelenka. Hat auch 2 Minuten vor Schluss ja noch im Prinzip das Unentschieden gerettet, als er mit der Fingerspitze den Ball noch an den Pfosten lenkte. Aber Sie sehen schon wieder, liebe Zuschauer, die Leipziger wieder im Ballbesitz. Und allerdings sieht das jetzt so aus wie in der ersten Halbzeit, sehr kontrolliert gerade. Viele Querbälle, Querpässe, jetzt mal ein bisschen mit Ball am Fuß nach vorne. Fabian Franke flankt in an den Strafraum. Kutschke setzt danach. Und dann geht er zu Boden mit Pavel Lukas zusammen. Der bleibt auch am Boden liegen, rappelt sich jetzt aber wieder auf. Und da meine ich auszumachen, dass die Kräfte ein kleines bisschen bei den Gastgebern schwinden. Weiter geht's. Wieder so ein weites Ding. Die landen fast alle hier in der Tschechei. Nein, eher gesagt in den Leipziger Füßen. Und konsequent. Einfach rausgeschlagen. Ja, Flachbart da ein bisschen mit Körper rein. Aber nichts Schlimmes. Also Timo Röttger macht ja auch sofort weiter. Kein Thema. Luca!
Ja, und der Zelenka lässt sich jetzt natürlich auch gut Zeit, ne? Schön durchatmen. Vielleicht hat man ja auch schön gesetzt schon aufs Elfmeterschießen. Bei den Elfmetern sieht es auch ganz spannend aus. Jiří Süßler und Stefan Höher jeweils mit einem in der Liga getroffenen Elfer. Bei den Leipzigern, da kann ich Ihnen das auch sagen, musste nur einmal kurz meine schlaue Liste durchstudieren. Da haben Daniel Frahn 2 Elfmeter getroffen, 2 von 2, und Stefan Kutschke hat auch 1 von 1 erfolgreich vernetzt. Also, das sind jetzt wahrlich keine Teams, die ohne Ende Elfmeter bekommen oder schießen, aber vielleicht haben wir es ja heute mal, dass jedes Team insgesamt 5-mal schießen darf. Aber es ist noch ein bisschen Zeit zu spielen. Jetzt mal 5 Minuten noch gut in der ersten Spielhälfte der Verlängerung. Und wir sehen jetzt Jan Flachbart wieder am Ball. Wird sofort unter Druck gesetzt von Timo Redka. Und das sollte dann auch möglicherweise faul gewesen sein. Nö, nö, geht weiter. Also ich erinnere mich, Jan Flachbart hat doch auch schon einen gelben Karton bekommen in der ersten Hälfte. Da muss er ein bisschen aufpassen. Bei solchen Aktionen sind manche Schiedsrichter auch nicht ganz so fair oder sportlich oder wie man es nimmt, kulant. Egal, sei es drum, ist gut gegangen. Der Süßler hängt weiterhin fast alleine in der Luft. Ballgewinn jetzt schön rausgelegt hier auf die rechte Seite. Viel Platz. Stefan Fröhlich, genaue Flanke, nicht ganz genau. Da sind die Leipziger und jetzt geht es in die andere Richtung. Dominik Kaiser mit Ball am Fuß, wird aber auch kurz abgedrängt. Sebastian Heidinger jetzt. Klasse rausgelegt. Matthias Morris und spielt nicht um eine Ecke, sondern flankt lieber rein. Ja, warum denn nicht? Schussversuch, Timo Redka aus roundabout 20 Meter Torentfernung. Warum denn nicht? Kann man mal machen. Ja, prima. Und so groß haben wir den Ball dann heute hier auch noch nicht gesehen. Einwurf. Chris Heimlich. Nee, der lässt das dann doch. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber jetzt Stefan Fröhlich. Abseitsposition. Knapp, aber das hat wohl die Frau Daniela Illing gut entdeckt. Kurz im Bild gewesen. Überhaupt, muss ich sagen. Also die Schiedsrichter wirken auf mich auch gut. Haben hier auch bei den Abseitsentscheidungen wenig anbrennen lassen. Harter Einsatz. Läuft aber weiter. Oh, dann gibt es da nochmal ein kleines Geplinkel hinten dran. Der Leipziger liegt weiterhin am Boden. Das sah von der Entfernung für mich so nicht ganz so schön aus, was da der Gastgeber gemacht hat. Gibt auch Freistoß für RB. Und in der ersten Spielhälfte der Verlängerung, liebe Zuschauer, laufen schon wieder die letzten 120 Sekunden. Nichts passiert, 2-2 immer noch. Alexander Zorniger, was geht wohl durch seinen Kopf gerade? Hoher Ball bis an den Strafraum, aber wieder nur ein Blauer da. Und jetzt viel Platz auch mal. Da rücken sie nicht schnell genug wieder raus. Und dann natürlich der Ball einfach mal nach vorne, aber nur auf den Fuß von Franke. Liska läuft da um sein Leben fast und um den Ball, aber dann, oh je.
Ja, Benjamin Bellot wieder so gut wie letzter Mann gerade. Bekommt dann auch die Gelegenheit, einfach mal die Kugel nach vorne zu hauen. Macht er gut. Schön zentral, bis fast an den Strafraum dran. Dann bekommen sie sogar den Ball. Flanke jetzt von Jut. Wohin geht die denn? Auch wieder nur auf den Kopf eines Blauen. Oh, Achtung. Möglichkeit. Wird aber vereitelt. Da kam Kaiser nicht zum Schuss. Stattdessen wieder Gegenzug der Gastgeber. Und das müsste schnell. Jetzt geht weiterhin Stefan Fröhlich. Das war natürlich Chris Heimlich hier mit der 6 neu reingewechselt gekommen. Ja. Jetzt sehen wir Fröhlich am Ball. So, ja, wenn ich dann mal auf die Uhr schaue, und das mache ich, dann hätte ich genau das gleiche gemacht wie der Schiedsrichter Stefan Machkowitz. Das war die erste Hälfte der Verlängerung. Das steht also weiterhin 2-2. Jetzt sollte es, so ist die Regel, sofort weitergehen. Genau, Seitenwechsel und dann sollte es eigentlich sofort weitergehen. Ja, die Regel besagt es immer wieder, eigentlich soll gleich weitergespielt werden, aber irgendwie können wir das, glaube ich, alle gut nachvollziehen. Es wird immer ein kleines bisschen gepaust. 105 Minuten haben die Jungs jetzt schon Fußball in den Knochen. Und es gibt jetzt auf jeden Fall nochmal weitere 15 Minuten, da wird man nichts gegen tun können. Aber was man gegen tun kann, ist, dass wir ein hochdramatisches Elfmeterschießen hier sehen werden. Wollen wir das, liebe Zuschauer? Los geht auf jeden Fall die zweite Spielhälfte der Verlängerung. Ballbesitz mal wieder für RB Leipzig. Achtung, oha. Matthias Moritz legt nochmal in die Spitze hinein auf Daniel Frahn und der wäre sicherlich gerne zu Boden gegangen, aber das hat Jan Zelenka ganz, ganz klasse gemacht. Und dann bekommen die Gastgeber sogar einen Freistoß. Ach herrje, jetzt gibt es noch ein bisschen Techtelmechtel da. Ganz witzige Randnotiz übrigens, liebe Zuschauer, das weiß auch nicht jeder. Der Werbepartner, der bei Real Madrid auf der Brust ist oder den Sie wahrscheinlich auch kennen, eine große Sportwettenfirma in Deutschland oder eigentlich sogar weltweit, hat hier in Neugersdorf ihren Hauptsitz, wurde mir gerade zugetragen. Also das weiß man wirklich nicht unbedingt. Von daher war meine Schilderung, wie man hier nach Neugersdorf am Anfang des Spiels eigentlich überflüssig. Sie wissen es ja eh zu Hause, oder? Na, jetzt vielleicht aber auch wieder. Im letzten Moment wird Jaroslav Dietrich gehindert, dann irgendwie mit dem Ball zum Tor zu ziehen. Das gelingt einfach sehr selten gerade. Unterstützung für die Leipziger auf jeden Fall immer noch von den Rängen. Die Gastgeber hier sind ganz still, regen sich nur mal auf, wenn es Freistoß gibt oder bei Tor. Also, was halten wir fest? Die nächste Einwechslung steht bevor. Sebastian Berg wird jetzt vorbereitet und gleich aufs Spielfeld kommen. Währenddessen da hinten ein schöner Zweikampf ist mit Markus Hoffmann. Und er macht es dann geschickt. Er geht zum Boden und bekommt den Freistoß. War nicht schön, das von Dietrich, aber egal. Freistoß für die Leipziger. Ja, die Neugersdorfer können nochmal wechseln. Die Leipziger haben schon ihre drei Wechsel durch. Und das war auch sinnvoll, was der Alexander Zorniger da in der ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit gewechselt hat.
Das kann dann auch mal ins Auge gehen. Haben Sie es gesehen? Es wird aber auch langsam dunkel hier. Vielleicht hat das damit was zu tun. Nicht, dass wir nachher hier alle die Handylampen haben müssen, wenn Elfmeterschießen ist. Ja, und den kriegt er auch nicht. Juri Jutt läuft ins Leere. Der Ball geht ins Seitenhaus. Einwurf für Oberlausitz Neugersdorf. Und jetzt der Wechsel, der angekündigte. Sebastian Berg wird also reinkommen. Mal gucken, für wen sich Manfred Weidner entschieden hat, auszuwechseln. Max Fröhlich geht raus. Applaus. Scheint sehr gut beim Publikum angekommen zu sein hier. Max Fröhlich. Aber wieder die Leipziger im Angriff. Jetzt erstmal abgewehrt. Jiri Liska, der den Ball einfach mal rausschlägt. Patrick. Immer die langen Bälle nach vorne. Aber manchmal kriegen sie die halt und dann wird es brenzlig hinten in der Leipziger Abwehr. Ja, der war am Aus. Abstoß. Da ist der Sebastian Berg aber gleich gut reingegangen. Manfred Weidner, Sie sehen ihn. Ich finde, er kann mit der Leistung seiner Mannschaft wirklich sehr zufrieden sein, hier gegen den eigentlich hohen Favoriten aus Leipzig. Toll mitgehalten. Er steht immer noch 2:2. Liebe Zuschauer, 10 Minuten noch in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Dann gibt es Elfmeterschießen. Oh, aufpassen da. Und ganz geschickt gemacht, ganz souverän sogar schon. Schießt er seinen Gegenspieler an. Abstoß. Schöner Blick, der Mond luschert dann jetzt so langsam auch mal hier in die Arena herein. Mit einem freundlichen Gesicht. Na, das hat dann auch wieder ein bisschen gedauert, bis der Abstoß dann endlich im Spiel ist. Weiter geht's. Schön gemacht. Flachbart. Und Timo Röttger. Aber super Einsatz jetzt hier von Karl Patrick. Oh, und dann hat er der Jiri Liska aber so die Beine getreten und eine Tätigkeit von Daniel Frahn. Das darf er natürlich auch nicht machen. Das darf er nicht. Aber zu Recht die gelbe Karte. Erst einmal für den Neugersdorfer und Daniel Frahn. Also das war eine ganz klare Tätigkeit in meinen Augen. Das verdient, weil es wirklich grob unsportlich ist, die glattrote Karte. Er kriegt gelb. Er kriegt gelb. Aber also wirklich Glück gehabt. Ich wollte schon ein anderes Wort sagen. Jiri Liska, erst tritt er da den Daniel Frahn, aber sowas von in die Hacken, das hat bis oben hier hingeklatscht, hat man es gehört. Und dann aber haben sie es auch gesehen, denke ich mal, die klare Tätigkeit, da ging der Ellbogen ins Gesicht. Mensch, Mensch, Mensch. So dunkel ist das hier noch nicht, lieber Daniel, das haben wir gesehen. Aber der Schiri tut so, als wenn das okay war. Glück gehabt, Daniel Frahn. Machen wir jetzt kein Drama draus, geht weiter mit Freistoß. Das nennt man denn wohl Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter. Stefan Markowitz, kommt übrigens aus Zwickau. Ball vor das Tor, Achtung, ganz gebrenzliche Situation, aber gut gemacht. Jan Zelenka, prima reingeworfen. Das
Baxter sich wieder ein bisschen Zeit. Zuerst war Überzahl vorne, Blau. Hätte er schnell weitergespielt, hätten seine Kollegen davon vielleicht profitieren können. Ja, Timo Röttger, halb Sanker, halb zog man ihn. Sebastian Berg mit dem schönen Ball in den Strafraum. Abseitsposition. Um Gottes Willen, jetzt ziehen sie hier nochmal an. Also, es gibt auf jeden Fall was zu erzählen zu Hause an den Stammtischen oder wo sie uns auch immer jetzt sehen. Das ist schon ein Fight hier jetzt. Auch Bellot kann das also weit abgestoßen hier vom Tor. Und da kommt der Boomerang zurück. Nicht mehr ganz so schnell jetzt. Der Lüsker aber immer noch mit großem Einsatz. Ja, ja. Und jetzt pass mal lieber auf, Jiří Lüsker. Noch eine Kleinigkeit und dann sehen wir hier bald dunkelrot, weil es dann auch dunkel ist. Also die Emotionen schaukeln sich langsam hoch hier um mich herum. 6 Minuten noch. Timo Röttger mit dem Freistoß. Ein Ball von der Mittellinie bis auf den Elfmeterpunkt, aber nee, ganz genau, ich korrigiere, auf den Kopf eines Neugersdorfers. Ja, da wird der Dittrich gehalten, fällt zu Boden, hat schon wieder die Kugel. Großer Einsatz. Siska neben ihm, Sissler neben ihm, aber bekommt den Ball nicht auf die rechte Seite gespielt, aber in den Strafraum etwas zu weit. Oh, ein großer Einsatz von Bellot. Ah, da muss man Angst um seine Bänder haben, um sämtliche Kniegelenke. Heieiei, aber alles gut gegangen anscheinend. Manchmal merkt man ja auch den Schmerz erst einen kurzen Moment später. Scheint aber alles gut zu sein. Das werden spannende letzte 5 Minuten hier in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Einwurf für Leipzig. Immer noch 2-2. Für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. 1-0 durch Sissler in der 5. 1-1 Ausgleich durch Kaiser in der 46. Dann die Führung für Leipzig durch Heidinger in der 53. Und Postwenden der Ausgleich durch Sissler in der 55. So steht es noch immer. Aber wir sehen ein durchaus jetzt wieder anziehendes Spiel. Pokalfight. Und ich wage immer noch nicht zu sagen, wer hier gewinnen wird. Ich glaube, so langsam müssen wir uns auf ein Elfmeterschießen einstellen. Aber nehmen wir jetzt erstmal diesen Freistoß. Leipzig. Weg. Noch einmal kommt die Kugel zurück. Ja, Schussmöglichkeit von Kutschke. Und der Ball wieder wie beim American Football. Über die Stangen drüber. So, jetzt hat der Schiedsrichter den gelben Karton für den Torwart. Auch der hat festgestellt, Mensch, so Unrecht hat der Reporter hier ja gar nicht. Denn er lässt sich maßlos viel Zeit mit seinen Abstößen und schlendert zum Tor aus raus, um den Ball zu holen. Wieder mit von der Partie, Timo Röttger. Der Mann, der sorgt hier für Gesprächsstoff. Schon witzig. Und Sie sehen den letzten Mann im wahrsten Sinne. Benjamin Bellot. Jetzt gerade Libero in seiner Mannschaft. Gibt es eigentlich heute fast gar nicht mehr, Libero. Schön verlängert. Oh. Und da müssen Sie da aber wirklich aufpassen. Eine Hakelei zwischen Dittrich und Müller. Das Ganze ging aber von Müller aus, so habe ich es gesehen. Der hat nämlich den Dittrich zugesperrt. Das alleine war schon nicht gut. Ja, die Leipziger kriegen den Freistoß. Naja, gut, so langsam muss man sich schon mal fragen,
mach doch mal das Flutlicht an. Der Schiedsrichter sieht nicht mehr hier. Aber welches Flutlicht? Vielleicht können wir mal die lustige Frage in die Technik stellen, wenn wir alle Kameralichter von uns anmachen. Vielleicht ist das ja schon hell genug hier. Nein, Spaß. Freistoß für RB Leipzig. Also Sie hören es, die Emotionen kochen hoch. In 2 Minuten sehen wir ein wunderschönes Elfmeterschießen um den Einzug ins Finale des Wernesgrüner Pokals Sachsen. Oder? Der war Millimeter am Tor vorbei. Millimeter links am Kasten vorbei. Und so werde ich dann möglicherweise recht behalten. Wer hätte das gedacht? 6. Liga gegen 4. Liga. 2-2 in der Verlängerung. Jetzt geht's los, skandieren die Fans hier. Hätte man hören können zumindest. Langer Ball in den Strafraum. Da geht aber dann auch wieder nicht in den Kasten. Nee, nee, ich bleib dabei. Die letzten 45 Sekunden nach meiner Uhr laufen. Auch in dieser Verlängerung sehen wir kein Tor mehr, obwohl sich wirklich gut bemüht wurde von durchaus beiden Teams. Mehr Spielanteile weiterhin logisch für die Leipziger. Das hat man erkannt. Aber ohne zwingend wirklich die richtig guten Torchancen zu erspielen. Ganz im Gegenteil. Die Neugersdorfer haben toll dagegen gehalten, haben für sich wirklich nicht nur bravourös gekämpft, sondern auch die ein oder andere schöne Torchance sich erspielt. Wir werden gleich rund 10 Torschüsse sehen, und zwar vom Elfmeterpunkt. Liebe Zuschauer, wer hätte das gedacht? Ein tolles Vorspiel zu dem, was vielleicht nachher noch für Sie im Fernsehen laufen wird, gell? Benjamin Bellot noch einmal mit einem langen Ball. Aber auch jetzt, ich finde, jetzt wirken auch die Leipziger so ein bisschen kraftlos. So, kein Wunder, 120 Minuten gespielt. Trotzdem nochmal hier auf Christian Müller im Zweikampf mit dem neuen Sebastian Berg. Und da schmeißt er sich rein. Und der Ball geht sogar, ohne dass er ihn berührt hat, ins Tor aus. Abstoß vom Tor. Klasse Leistung. Ich ziehe meinen Hut, den ich heute nicht aufhabe. Aber ganz tolle, reife Leistung hier vom Tabellenführer der Wernesgrüner Sachsenliga. Ich verstehe, dass die nicht nur in Görlitz gewonnen haben, sondern ganz klarer Tabellenführer in ihrer Liga sind. Leipzig hat mich nicht enttäuscht. Ich fand, auch die haben wirklich gut gespielt, haben aber eben, wie gesagt, die erste Halbzeit daher geschenkt. Hätte man die vielleicht auch schon ein bisschen Gas gegeben, dann wäre hier sicherlich vielleicht schon nach 90 Minuten eine Entscheidung möglich gewesen. So aber wird es ins Elfmeterschießen gehen, auch wenn Timo Röttger hier nochmal alles gibt, den Einwurf schnell auszuführen. Schon 1 Minute nach meiner Uhr drüber. Ich hoffe, die Batterien von der Uhr des Schiedsrichters halten. Noch einmal Röttger bringt den Ball in den Strafraum. Achtung, da haben sie sich verschätzt. Oh, und dann noch einmal der Kopfball. Und noch einmal drüber. Und jetzt haben wir den Abpfiff. Ich hätte fast gedacht, jetzt haben wir den Salat. Elfmeterschießen. Liebe Zuschauer, wir bleiben drauf. Wir bleiben jetzt hier für Sie in der Enso Oberlausitz Arena in Neugersdorf. Die 8 vor Zuschauer sind live mit dabei hier. Und vor mir stehen alle jetzt auf. Fantastische Atmosphäre jetzt, da man ins Elfmeterschießen gekommen ist. Wow, durchatmen. Also, jetzt sieht es so aus. 5 Spieler werden von jeder Mannschaft jetzt ausgerufen. Werden in Abstimmung mit dem Trainer sicherlich bereitgestellt. Mal sachlich formuliert, ne? Und dann geht's los von diesem ominösen Elfmeterpunkt. Und Sie glauben es nicht, wie klein das Tor mit dem Mal ist. Ich habe mir gerade den Spaß auch mal wieder vor 2 Wochen gemacht. Einfach mal übers Spielfeld geschlendert und dann so am Elfmeterpunkt gestanden. Ja, ist schon toll, so ein Kasten, den man vor sich hat. Den trifft man auf jeden Fall.
aber man muss ihn so platziert treffen, dass der Torwart den Ball nicht hält. Das ist das Problem gleich. Sie wissen, was ich meine. 1559 Zuschauer hier in der Arena sehen noch einmal einen Nachschlag. Der Rekord, ich habe es übrigens ja vorhin gesagt hier, was Zuschauer angeht, ist auch heute nicht geknackt worden. Der ist aus dem Jahr 2002. Da waren hier 2500 Leute gegen Dynamo Dresden dabei. 3000 gehen hier rein. Aber ich glaube, dann ist es auch knalledicke voll, sodass man hier wirklich kaum noch Luft kriegt. So wie heute ist es schon ganz angenehm, finde ich. Sehr schön. 3000 Plätze, 440 überdachte Plätze hier übrigens in der Arena, die früher mal Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion heißt. Ist übrigens auch die gleichnamige Straße hier. Also für die, die mal nach Neugersdorf kommen und sich Fußball live anschauen wollen. Kein Problem. So, ja, und dann wird sich da nochmal motiviert auf Seiten der Gastgeber. Die Blauen. Und da haben sie auch gesehen, den Ernst Lieb. Das war der Mann mit der schwarzen Käppi, mit dem Anzug, mit der roten, rötlichen Krawatte, sag ich mal, mit dem etwas gräulichen, melierten Bart, der sich abermals eine Zigarette gerade ansteckt. Das ist hier der Gönner von Oberlausitz-Neugersdorf, der Geld hier reinsteckt, der Herzblut hier reinsteckt. Ich bin jetzt nicht so tief im Thema drin, aber ich sage mal, oder wage es überhaupt, ohne den würde hier nicht allzu viel gehen. Ganz krass mal formuliert. So ähnlich wie bei den Leipzigern, die ja auch einen riesengroßen Werbesponsoren haben. Sie wissen es, einen weltweit agierenden, die auch in der Formel 1 viel tun. Die Leipziger werden immer gerne verspottet als Mickey-Maus-Truppe. In meinen Augen nicht der Fall. Man tut viel für den Nachwuchs, man ist engagiert dabei, sich auch auf anderen Wegen zu etablieren. Heutzutage kauft man sich Tradition, hört man immer wieder von der einen oder anderen Stelle. Das mag auch richtig sein. Aber was ist denn falsch daran, wenn man den großen Fußball auch nach Leipzig, nach Ostdeutschland wiederholen möchte? Das sind so offene Fragen, die es immer wieder zu klären und zu hören gibt, wenn es um das Thema RB Leipzig geht. Im Endeffekt, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, stehen auch nur Menschen auf dem Rasen. Und die müssen auch genauso gewinnen wie alle anderen. Das ist gar nicht so einfach, denn, blöder Spruch, nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein. Geld schießt nun mal wirklich keine Tore. So, da sehen Sie die Wahl, wie es jetzt weitergehen wird. Die beiden Mannschaftskapitäne, in dem Fall Daniel Frahn und Sebastian Ulig, wählen also mit dem Schiedsrichter Stefan Markowitz aus Zwickau, wie es jetzt weitergeht. Wer darf anfangen? Die Spieler sollten jetzt eigentlich auch schon feststehen. Manfred Weidner, der Trainer, der etwas, ich sag's mal ganz vorsichtig, etwas korpulentere, mit der fast glänzenden Frisur. Der schickt jetzt auch seine Jungs dann wieder runter. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Alexander Zorniger hat schon an der Seitenlinie Platz genommen und geschossen wird, so sieht es aus, auf das von uns aus rechte Tor. Denn Sie können sehen, alle gucken nach rechts. Das ist also da, wo die Leinwand dann auch so schön strahlt. Vielleicht wird ja der Schütze immer ein bisschen verwirrt, wer weiß es. Alle Spekulationen. Also 5 Elfmeter für die Neugersdorfer, 5 Elfmeter für die Leipziger. Aller Voraussicht nach zumindest, außer es gibt schon vorher eine Entscheidung und anfangen tun. Ach, tun ist auch mal so ein schönes Wort. Anfangen werden jetzt die Leipziger Gäste. Hier läuft noch die Werbung auf der Anzeigetafel. Die stört dann jetzt doch erheblich, bin ich gerade der Meinung. Deswegen wartet wohl auch noch mal der Schiedsrichter. So, die Schiedsrichterassistentin läuft dann auch noch mal schön auf die Torauslinie, um zu checken, ob der Ball möglicherweise wirklich nicht oder doch hinter der Linie war. Erster Elfmeter, RB Leipzig. Tor mittig. Halb hochgeschossen, kein Thema gewesen. Tor für RB Leipzig.
Christian Müller hat da kein großes Problem gehabt. Liebe Zuschauer, ich sage Ihnen den Spielstand jetzt immer an. Machen das mal ganz einfach. 1:0, also nach 11 Metern für RB Leipzig. So, und dann Jiří Szyszler. Zweimal schon erfolgreich aus dem Spiel herausgetroffen, schafft er auch den Elfmeter, läuft an, Tor! Da war aber nicht mehr viel Platz zu Benjamin Bellot, das kann man auch sagen. 1:1 nach Elfmetern, Jiří Szyszler auch erfolgreich. So, und weiter geht's. Der nächste Elfmeter für RB Leipzig. 1:1 steht's. Jetzt war die Rückennummer eben so verschmutzt und es war wirklich dunkel geworden. Ich habe ihn nicht erkannt. Läuft an. Gehalten! Gehalten! Da war ganz klar Jan Zelenka dran. Verschossen. Die Leipziger verschießen ihren ersten Elfmeter hier. Es bleibt beim 1:1. Oh ja, da kommt dann auch sofort Stefan Kutschke und nimmt seinen Kollegen in den Arm. Noch ist ja Zeit. Wenn jetzt die Neugersdorfer treffen, dann führen sie in diesen Elfmeterschießen. Achtung. Weiter großer Anlauf. Stoppt einmal und schiebt ihn dann ganz cool unten links rein. Sensationell. Den Torwart verladen. Führung also für Oberlausitz Neugersdorf. Tor durch Jan Flachbart. Zwei zu eins nach Elfmetern. Der nächste Elfmeter. Dominik Kaiser legt sich jetzt den Ball zurecht. Und auch in die gleiche Ecke geschossen. Ganz, ganz entspannt. Dominik Kaiser haut also den Ball ins Tor, damit steht es zwar 2:2 nach Elfmetern, ja, aber die Leipziger haben schon einmal verschossen. Sprich, Benjamin Bellot, der jetzt im Tor auch schon wieder steht mit seinen grünen Klamotten, der muss jetzt den Ball halten. Den Ball von Chris Heimlich, der jetzt schießen wird. Heimlich, wie gesagt, schon aus dem Spiel heraus zweimal im Pokal getroffen. Heute noch nicht. Verschießt. Der war unplatziert geschossen. So, dann haben wir wieder alles gleich. 2:2, beide Mannschaften haben einmal verschossen. Stefan Kutschke wird der nächste sein von RB Leipzig. Wieder unten links. Stefan Kutschke trifft. Jetzt führen die Leipziger wieder. 3:2 nach Elfmetern. Aber es ist ja noch nichts passiert. Jetzt müssen erstmal nur die Gastgeber wieder treffen. Dann ist alles wieder egalisiert. So, man kann schon sehen, liebe Zuschauer, Sebastian Berg wird der nächste sein, der jetzt diesen Elfmeter gleich vom Punkt verwandeln oder eben verhauen wird. Sebastian Berg, die schreibende Zunft neben mir, will auch immer gerne die Namen sehen und hören. Aber auch spannend, so ein Elfmeterschießen. Also, Berg hat sich viel Zeit gelassen gerade. Jetzt ist der Ball freigegeben. Nochmal unten links, Fragezeichen. Jo, aber mit Glück vom Innenpfosten.
Vom Innenpfosten, liebe Zuschauer, springt der Ball dann ins Tor. Aber jetzt ist auffällig, die schießen alle unten links heute rein. Daniel Frahn, der sollte wissen, wie es Tore schießen geht. 19 Mal in der Liga, heute noch nicht. Und lupft den Ball in die Mitte des Tores. Aber sowas von frech. Daniel Frahn, sowas von frech. Tor. 4:3 und jetzt müssen die Neugersdorfer treffen, sonst haben wir hier Feierabend, liebe Zuschauer zu Hause. Das sieht mir aus nach Stefan Fröhlich mit der Nummer 3. Sehe ich es richtig? Der muss treffen, ich sag's nochmal, wenn er nicht trifft, ist das Spiel vorbei. Verschossen. Stefan Fröhlich verschießt und damit haben wir den Sieger dieses Spieles. Perfekt. RB Leipzig zieht ins Finale gegen den Chemnitzer Fußballclub. Herzliche Gratulation nach Leipzig. Aber eine ganz große Gratulation auch an den FC Oberlausitz Neugersdorf. Das war große Klasse. Man drückt ja immer so ein bisschen den kleineren Teams die Daumen. Ich erwische mich da auch bei. Das war schon toll und ich hätte es den Gastgebern sogar auch irgendwie gegönnt, was nicht heißt, dass ich den Leipziger nicht gönne, auch klar. Die spielen also jetzt die Roten Bullen spielen das Endspiel gegen den Chemnitzer FC. Und zwar nach meiner Information, das kann sich aber immer noch so ein bisschen ändern, ich glaube es aber nicht, in der eigenen Arena, denn beim Sachsenpokal oder beim Landespokal ist ja so, die unterklassigen Teams haben immer Heimrecht. So auch im Finale, das große Stadion in Leipzig bietet sich eh dafür an. Also freuen wir uns drauf. Vermutliches Datum wird der 15. Mai sein, wird sich aber, da es noch nicht bestätigt ist, sicherlich noch ganz genau ergeben. So, und ich darf Sie jetzt mit diesen wundervollen Bildern bitten, bleiben Sie noch einen Moment dran, denn wir haben gleich noch eine schöne Überraschung für Sie vor, für die, die live jetzt mit dabei sind. Allen anderen wünsche ich jetzt einen tollen Feierabend, tollen weiteren Fußballabend bei dem, ja, bei dem, was heute noch passiert. Hier im Programm bei 8sport wird es live weitergehen mit dem DSC. Die spielen gegen Hoyerswerda oder haben es besser getan. Letztes Wochenende. Ich wünsche Ihnen was, Dankeschön fürs Zugucken und wie gesagt, alle Live-Zuschauer können ruhig dranbleiben. Bis gleich. Funktioniert's? Prima. Manfred Weidner, erst einmal gratuliere zu einem tollen Spiel. Am Ende hat es dann doch nicht ganz funktioniert. RB Leipzig ist ins Finale eingezogen. Warum hat es am Ende tatsächlich millimetermäßig nicht ganz geklappt? Na, das hat, deswegen hat es nicht geklappt, weil wir einen Elfmeter zu viel verschossen haben hier. Oder der Torwart gehalten hat, ja. Ansonsten hatte ich schon gesagt, dass es wir Kompliment der Mannschaft im ganzen Umfeld hier. Wir haben hier ein tolles Spektakel geboten und das war schon sehenswert. Ich denke auch für die Außen, für die Zuschauer, selbst für die Neutralen. Ist das Spiel so verlaufen, wie Sie es im Vornherein mit Ihrem Team auch besprochen haben? Naja, ich hatte von vornherein auch gesagt, dass wir eine Außenseiterchance haben und die wollte man nutzen. Und ich denke auch so, durch das frühe 1:0, was wir machen, haben wir die Lücke genutzt, von die RB uns geboten hat, weil sie nicht konzentriert genug waren. Und für uns ist natürlich für den Spielverlauf, muss ich sagen, dass der Jan Nestmer verletzt vom Platz musste, ist natürlich auch ein bisschen mit Spiel entscheidend. Wäre vielleicht das eine oder andere Quäntchen am hinten raus für uns, hätte es noch gereicht. Ne? Wen würden Sie heute als besten Mann Ihres eigenen Teams herausragen? Oh, das fällt mir richtig schwer hier. Das sind zwei, drei Spieler, auch wirklich auch ältere Spieler hier, die sind auf dem Zahnfleisch, wie man so schön sagt, gekrochen hier. Es ist ein Kompliment an alle, die dort auf dem Platz standen. Die haben bis zum Schluss alles gegeben und auch immer wieder auch spielerische Akzente mitgesetzt hier gegen so einen renommierten Gegner. Das ist schon Hut ab. Ne? Herr Weidner, jetzt noch eine letzte Frage. In der Liga sind Sie unangefochten im Moment Tabellenführer. Wie wird die Saison weitergehen jetzt? Ja, wir hoffen. Und das wird dann zeigen, dass wir als Mannschaft so weitermachen.
wir hoffen natürlich, dass wir weiter so machen. Wir wollen auch so weitermachen. Und das ist jetzt eine richtig wunderbare Episode gewesen mit diesem Pokal hier bis ins Halbfinale, kurz vorm Finale gescheitert. Aber am Samstag ist schon wieder Punktspiel und die Jungs sind super drauf und die wollen auch das gewinnen in Bischofswerda. Ne? Ich wünsche Ihnen alles Gute, Dankeschön für ein tolles Spiel und viele Grüße an die Mannschaft. Ich bedanke mich auch. Ja. Tschüss. Ja. Wir sind live drauf, deswegen. Prima. Alexander Zorniger, erstmal herzliche Gratulation zum Einzug ins Finale. Dankeschön, ja, nehmen wir gerne an. War dann aber das schwere Stück Arbeit, das man, glaube ich, im Vornherein schon erwartet hat, oder? Ja, dass es so schwer wird, haben wir uns vielleicht nicht ganz gedacht. Hätten wir die Torchancen genutzt, hätte es vielleicht vor allem auch beim Stand von 2-1 dann frühzeitig in die richtige Richtung gehen können. Aber Neugersdorf war ein richtig guter Gegner, sehr gut organisiert, sehr aggressiv. Man hat es gesehen, ja, dass da 4-5 Spieler drin sind, die auch schon international gespielt haben. Also Kompliment für den Gegner. Zur zweiten Halbzeit haben Sie jede Menge umgestellt, glaube ich. Mit den 2 Einwechslungen war es dann auch sichtbar. Was genau lief in der ersten Halbzeit wirklich verkehrt? Fehlende Laufbereitschaft, vor allem in der Offensive. Ja, wir sind nicht beim Sprint, ja, sondern wir sind bei dem Fußballspiel. Da gibt es Umkehrbewegungen, die haben überhaupt nicht funktioniert. Thiago ist nicht ins Spiel gekommen, ja, und damit ist unsere Zentrale lahmgelegt. Das wollte ich dann ändern. Hat dann auch besser geklappt, auch wenn es durch Standardsituationen war. Ja, und ich glaube, sie haben dann auch die Zweikämpfe besser angenommen. Ja, bis auf dieses Abseits, wo wir eigentlich nicht spielen, und dann die Feldposition von Benny Bellot, und dann steht es 2-2, sonst wäre es, glaube ich, in die richtige Richtung gelaufen. Und dann so ein Elfmeterschießen, was fühlt man da als Trainer? Da kann man erstmal hilflos, oder? Ja, klar, aber ich habe den Jungs nochmal gesagt, wir können ausscheiden im Elfmeterschießen, das ist überhaupt kein Thema. Aber sie sollen jetzt bitte, nachdem sie es 120 Minuten nicht so gemacht haben, mit Überzeugung auf dem Platz agieren. Wir haben noch so große Ziele dieses Jahr. Wenn ich dann eine Truppe habe, die hundertprozentig von dem überzeugt ist, was sie macht, ja, dann wird es ganz, ganz schwer. Ja, nur auf Qualität und auf ein bisschen Passspiel können wir uns nicht verlassen. Herr Zorniger, jetzt haben wir das Finale, auf das, glaube ich, ganz Sachsen sehr gewartet hat, auf das vielleicht sogar Fußball-Deutschland schaut. Was kann der CFC jetzt erwarten im Finale? Ja, ich denke, eine andere Einstellung. Ja, davon gehe ich aus. Vielleicht auch eine andere Aufstellung. Aber wir wollen natürlich diesen Pokal jetzt gewinnen. Aber ich sage auch, irgendwo habe ich mal gelesen, CFC traut sich zu, diesen Pokal zu holen. Ja, sie sind der Drittligist. Ja. Endlich mal sind wir nicht der Favorit. Auch mal ganz schön. Ne? Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute, viel Erfolg und Grüße an die Mannschaft. Dankeschön. Sag ich danke. Ciao. Das war's und damit zurück. Dankeschön. Tschüss.